Hallöchen meine Freunde und somit herzlich willkommen wieder zurück im Landwirtschaftssimulator 2015 im Economy Times Projekt zusammen mit dem Tino. Hi Leute. Und dem Björn. Hallo. Und heute mal hoffentlich mit funktionierender Technik. Ja, und leider wieder ohne Klicki. War Klicki letztes Mal nicht dabei? Nein. Nein. Ah, okay. Weil Klicki ist im Endstress, der hat zu tun und nächste Woche ist er wieder dabei, hat er gesagt. Und ich muss jetzt mal ein was ausprobieren. Und zwar bevor. Ach, hier liegt erstmal ein Gewicht für den Chelsea B. Das ist gut, das schnappe ich mir gleich mal. Dann ich habe jetzt den Gewichtemod deaktiviert. Ach so? Ja. Mhm. Auf deinen Wunsch hin. Mein? Mhm. Aber der hat ja jetzt die LKWs angepasst. Ja, wir probieren es mal. Wenn ich nehme den wieder mit rein. Kein Problem. Ja. Das ist bloß ein Skript. So, das würde ich nämlich jetzt mal probieren. Der liebe, oh Gott, Thomas? War es Thomas? Thomas. Ja, Thomas hat nämlich uns die Mods mal angepasst, was jetzt hier das Fahrverhalten der Trailer betrifft. Und da wollen wir mal schauen. Da mache ich jetzt einfach mal hier den einen Trailer, den knall ich mal ganz kurz voll hier am unseren Silos. Oh, aber ich merke, Moment. Könnte sich gut ausgehen. Hier Weizen einfach mal volles Rohr rein. Fahren wir mal eine Runde damit, will ich mal wissen. So, er hat auf jeden Fall angepasst, wie gesagt, den Trailer. Das war einmal hier der blaue, dann war es der Mehl, dann war es Öl und das für Flüssigei, ne? Ich glaube, die. Und dann hat er noch den von dem Tektron und von dem Maxtron die Füllstände angepasst auf 20.000, ne? Und man kann die wieder betanken. Ja, das genau, man kann die wieder betanken. So, und jetzt düsen wir einfach mal los hier und schauen mal, wie sich das gute Stück verhält. Zarab. So, und der aktuelle Stand müssen, wollen wir vielleicht auch noch mal dazu sagen. Und zwar wegen BMAG, wegen der Map, wegen der Karte und allem. Und wegen dem Mod-Paket. BMAG ist ja aktuell down. Wir haben leider auch jetzt keinen Kontakt nochmal zu ihm gehabt und es wird gemungelt, also ich will da jetzt definitiv nichts Festes sagen. Also die Trailer hat er echt Bombe gemacht. Also okay. Die Trailer passen, das schiebt nichts mehr, also die laufen richtig Sahne jetzt hinterher. Hm. Bremsweg ist natürlich wirklich, also die haben jetzt einen richtig guten Bremsweg, aber es ist, ich finde es jetzt auch nicht so übertrieben. Mal gucken, ob der LKW jetzt mal irgendwie schafft, das Ding hier auf Geschwindigkeit zu bringen. Ja, bei Mietmark, wir haben halt nur gehört, also so wird jedenfalls gemungelt. Ja, passt auf jeden Fall. Es ist mit den Trailern, ich komme hier nicht zum Satzende. Es wird auf jeden Fall gemungelt, dass aufgrund, dass diese Food Types und so weiter, dass das eben alles ausgereizt ist hier auf der Map. 64 Früchte sind ja maximal möglich. Oder nicht Früchte, also nicht Fruchtarten, sondern Früchte, da zählen ja die ganzen... Fill-Types. Ja, genau. Oder Fill-Types. Ne, wie? Fill-Types. Ja, genau. Und die sind halt eben auf der Karte ausgereizt. Das heißt, es wäre eben nur noch möglich, Altes durch Neues zu ersetzen. Aber jedes Neue, was dazukommt, müsste halt irgendwas Altes weichen. Und das ist halt doof. Und deswegen hat er wahrscheinlich jetzt alles eingestellt. Erstmal, bis halt eben Giants dieses Skript freigibt. Ne? Ja. Die Frage, die ich mir noch immer stelle, oder was ich nicht verstehe, das kann keine Kritik sein oder so, aber wieso nimmt er dann jedes Mal alles down? Das verstehe ich nicht. Also die Internetseite, weißt du, die HP. Keine Ahnung. Das finde ich. Das denke ich mal nur uns selbst machen. Ja, auf jeden Fall. Des Weiteren ist eventuell, muss man auch mal, oder will ich auch mal noch dazu sagen, vielleicht im Hintergrund jetzt noch was anderes in Planung, was ein bisschen noch individueller auf uns zugeschnitten ist, aber da müssen wir eben mal schauen, da sind wir, oder wollen wir jetzt demnächst mal mit dem Thomas eben sprechen, der hat mir da ein nettes Angebot gemacht, oder beziehungsweise uns ein nettes Angebot gemacht, und da müssen wir eben mal schauen, ob wir da zusammenfinden, ob wir da was hinbekommen, wie zeitaufwendig das Ganze ist, wie lange das Ganze dauert. Und ja, da müssen wir einfach mal sehen. Aber da bin ich gespannt. Es wäre super, wenn das auf jeden Fall klappen würde. Und das würde auch ein Stückchen dauern. Wäre definitiv etwas zeitaufwendiger, aber es wäre eine coole Sache, wenn es klappen würde, auf jeden Fall. Aber da wollen wir erstmal noch nichts weiter verraten. Nicht, dass wir hier
die Spannung hochhalten. Die Spannung erstens hochhalten und zweitens nicht, dass es dann nicht funktioniert oder nicht klappt und dann ist auch kacke, ne? Hm. So, gut. Ich habe jetzt erstmal das getestet. Jetzt schmeiße ich mir die Sämaschine. Haben wir noch eine Sämaschine? Sollten eigentlich drei haben, ne? Also zwei sind im Einsatz, dritte sollte eigentlich noch im Hof irgendwo rumeiern. Haben wir nicht immer noch gemietet? Ne, die Mietmaschinen habe ich alle zurückgegeben. Ich meine, obwohl wir mit drei angesehen haben, haben wir da nicht gemietet. Ich guck mal ganz kurz, ob wir so viel wir haben. Checken. Aber ich nutze jetzt wir haben die Zeit, in der Tino beschäftigt ist. Und jetzt, normalerweise müsste ich die Folge jetzt füllen mit... Warte, ganz kurz, nur ganz kurz. Sorry, dass ich unterbreche. Nur mal einen noch mieten, bitte. Weil wir haben nur zwei. Ja, mache ich doch gerne. So, jetzt, sorry. Normalerweise müsste ich jetzt den Rest der Zeit füllen mit Danke, Danke, Danke. Und zwar ist es, die Aufnahme ist heute Sonntag. Gestern, Samstagabend, habe ich die 500 Abonnenten geknackt. Party hard, GZ! Party hard! Zwei der Bitches! Das heißt jetzt für den Randy und für den Tino, für ihre Speckröllchen, ab nächste Woche gibt es dann etwas mehr davon. Boah, ich bin besser. Ja, du hast ja schon ein Video gemacht auf deinem Kanal, genau, und zwar das 500 Abo Special Teil 1, sozusagen als kleine Vorankündigung, habe ich das jetzt verstanden. Genau, gell? Genau. Für den Falle des Falles, dass es eintreten wird, was ja jetzt auch der Fall ist. Dazu auf jeden Fall erstmal Glückwunsch. Ne? Danke. 500 Abonnenten, ich kenne das selber. Ich hatte auch irgendwann mal 500 Abonnenten. Und so ewig lange ist das auch noch gar nicht her. Und man hat sich riesig gefreut. Ich muss allerdings sagen, meine 500 Abonnenten haben etwas länger gedauert. Aber gut, das ist natürlich dem... Ja? Tollen Support, ja. Ja, das also muss man sagen, das ist natürlich cool. Aber ich finde es schön, dass die Leute dich, also sag ich mal, dich auch, das ist ja auch wichtig, in dem Projekt akzeptieren und halt eben auch auf deinen Kanal gehen und den Kanal eben auch dann so gut finden, dass sie ihn abonnieren. Also das ist eben wirklich gut. Also das finde ich super. Das zeigt mal wieder, wie geil unsere Community auch ist. Und ja, wie gesagt, der Björn hat die 500 Abos und du hast ja so eine kleine Vorankündigung gemacht. Da warst du bei... erzähl's uns mal. Maison Gallier, das ist die älteste Schokoladenfabrik der Schweiz. Ja. Im französischen Teil der Schweiz, also bei mir hier um die Ecke. Ich fahre 15 Minuten, 20 Minuten fahre ich bis dahin. Und ich habe da so ein paar nette Verkäuferinnen getroffen, wie hat ihr gesehen habt. Und die fanden das toll, dass der Tino und der Randy Schokolade bekommen und haben dann mal in die Kamera gewunken, so ein bisschen. Gut, ich habe nachher die Kamera etwas falsch gehalten, das Handy, aber gut, das kriegen wir beim nächsten Mal hin. Ja, das ist ja nicht, das ist ja erstmal nicht. Ich hab nur den Anfang gesehen. Hast du falsch rumgehalten oder was auf dem Kopf oder wie? Du hast ja gesehen, dass hochkant. Die Kamera, dass das Bild so schmal war. Ach so, dann genau. Hochkant. Hast du mit dem Handy aufgenommen oder wie? Genau, ja. Ach so, ich dachte, du bist dann mit einem richtigen Camcorder so, hi. Aber ich fand die Soundqualität für ein Handy echt krass. Ja, das ist das 6 Plus. Das 6 Plus ist das jetzt natürlich. Galaxy? Ach, das ist das iPhone 6 Plus? Genau, ja. Aber hierfür. Krass. Und also ich bin da rein und habe mir vorher den Geschäftsführer da von dem Laden gekrallt, dem das erklärt und erstmal gefragt, ob er überhaupt kennt, was YouTube-Abos sind. Da sagt er, ja, ich gucke mir das auch regelmäßig an, sowas. Super. Hab denen meinen Kanal gezeigt, erklärt, worum es geht. Der konnte zum Glück ein bisschen Deutsch. Und da sagt er zu mir, dann schnappen Sie sich eine Verkäuferin, dann ist das in Ordnung, kein Problem. Cool. Ja, und ihr habt ja auch gesehen im Laden, der ist jetzt nicht riesig, aber diese riesige Schokowand. Die Vielfalt fand ich krass. Also diese Vielfalt ist echt, die war ja schön heftig, fand ich. Und ihr habt nur einen kleinen Teil gesehen, was bei euch ankommt, weil ich will ja noch nicht zu viel verraten. Ah, okay. In alle Fälle ist was für die Jeans dabei. Wieso befüllt er die Sämaschine nicht? Keine Ahnung. Jetzt hier mit dem Gebeizten. Ach, das müssen wir aus Nikos Maschinen, gell? Genau, ja. Aus dem Mod. Ach, du hast die falsche gemietet. Naja, warte, komm, ich kaufe. Ach so, kann ich mir da jetzt ansehen überhaupt? Ich glaube nicht. Moment. Warte mal kurz. Nee, weil die ist ja nicht multifruchttauglich. Sorry. Doch, Hafer, Roggen, Weizen. Okay. Hafer, Roggen. Steht drin, lass mal, dann kaufe ich kurz ein bisschen Saatgut, brauche eh nicht so viel. Also, okay. Ja. In der Maison Gallier, wo ich war, da lohnt es sich auch vorbeizugehen. Die haben ein Schokoladenmuseum, wo drin beschrieben wird, in einer interaktiven Show, wie die Schokolade aus Südamerika oder Afrika hierher kommt nach Europa und dann
die Geschichte, wie sie in die Schweiz gekommen ist auch. Und ich habe ja gesagt im Video, wie das da duftet. Es duftet nach Kakaobohnen. Ich weiß nicht, ob einer schon mal frische oder geröstete Kakaobohnen drauf hat. Ja, auf jeden Fall. Das ist so gut. Ja. Oh. Und die ganze... Hafer die, jetzt, ja. Die ganze, ganz alles so, ne? Genau, Hafer. Alles darum rum, die ganze Fabrik, das ganze Fabrikgelände auch draußen riecht nach diesem gerösteten Kakaobohnen. Und das ist einfach nur das Wahnsinn. Und ist es gar nicht teuer. Also ich habe den Link mal mit ins Video getan, weil ich es einfach auch eine gute Sache finde. Und kostet, glaube ich, umgerechnet 9 Euro Eintritt für eine Stunde mit Verkostung anschließender. Und das lohnt sich. Also es ist auf Deutsch alles mit interaktiver Vorführung, Verkostung. Sieht dann etwa so aus wie der Tresen im Video, der da zu sehen war mit den ganzen schönen Palais. Sag mal, wie konnte man jetzt GPS-technisch, wieso habe ich jetzt keine Maus bei GPS? Steuerung gedrückt halten. Ach ja, Steuerung. Warte mal kurz, wenn wir fix einmörsen. Kannst du übernehmen, ja. Genau, ja, das habe ich gemacht und jetzt kommt noch das Versandvideo dann noch dazu, die Woche. Ich muss bloß noch einen passenden Karton finden, einen großen. Und dann kann das losgehen, ja. Super. Also ich freue mich riesig. Ich freue mich riesig, ich freue mich riesig auf das Paket. Und bin echt mal gespannt, was da drin ist. Ich denke mal, das wird wohl super, super lecker schmecken. Bei den Schokolade, oh, ich esse gerne Schokolade. Mit Zoll werden wir da ja keine Probleme kriegen, oder? Ich bin wirklich gespannt, was... Sollte eigentlich nicht, ne? Okay. Was drin ist, also da bin ich echt gespannt. Das habe ich jetzt schon von vielen aus der Umgebung gehört, die irgendwas von Ausland haben und die durften dann immer beim Zoll antreten. Es kommt immer auf den Wert der Menge an. Wenn du natürlich für 200 Euro bestellst, oder Haschtüten bestellst, weiß ich nicht, keine Ahnung, dann hast du natürlich Probleme, ja. Ja. Nee, aber das stimmt, es gibt natürlich auch Lebensmittel, die auf der Liste stehen, ne? Ich denke mal, Schokolade fällt nicht darunter. Richtig. Nein. Also das sind der Amerikaner ja extrem. Etliche Dokus mal gesehen, die Zoll da an den Airports dort, Alter, da darfst du ja in das Land so gut wie gar nichts mit reinbringen. Tino, große Wände, große? Also keine Früchte, kein Fleisch, kein Trockenfleisch, gar nichts, das vernichten die ja alles. Ne, die Australier sind ja noch schlimmer. Ich habe mal gesehen, in der australischen Zoll am Flughafen, da hat sich einer im Duty-Free-Bereich noch, beim Ausgang haben die Duty-Free-Bereich, hat sie sich ein Sandwich gekauft und dann ist sie dann wollte durch die Zollkontrolle. Sie hat dann mal 500 australische Dollar Strafe aufgebrummt gekriegt, weil sie was zu essen bei hatte und nicht angegeben hat. Ja, das ist, also ganz ehrlich, weil sowas verstehe ich nicht. Ne, die Amerikaner, wie gesagt, die haben ja alles was Fleisch und Dings. Das Geile ist, da hatten die das mal irgendwie so eine Schuld aufgemacht. Ah, hier sehen sie, der Käfer, also es war so ein kleiner Käfer oder so. Und deswegen darf man das bei uns nicht einführen. Dieser kleine Käfer kann später mal ein ganzes Maisfeld mit Milliarden Schäden in den Vereinigten Staaten kaputt machen. Deswegen sind unsere Kontrollen hier so sehr wichtig. Wo ich denke, ey, Jungs. Ja, da geht es halt um Parasiten, ne? Und ja, ja. Das ist klar. Aber wie die das oft drehen, so ein kleines Ding kann einen Milliarden Schaden verursachen. Na gut, ich sag mal so, die meisten, also gerade Seuchen und sowas oder Epidemien, das sind halt immer nur... Das sind so kleine Viren, die sieht man nicht. Guck mal, Australien. Australien gibt es normalerweise keine Mäuse. Aber keine Ratten gab es da früher. Mhm. Die sind alle erst durch die Schifffahrt gekommen. Ja. Aber ich glaube, wir sind mit der Zeit durch, oder? Wie kann das sein? Nö. Ne? Ne, diesmal nicht. Oh. Dann sind wir verschätzt. Nase? War schlechtes Zeitgefühl. Also bei mir ist, glaube ich, auch noch Luft. Ich sehe es ja nur an der Größe des Parts. Da ist noch nicht so viel. Also 3,5 Gigabyte bis jetzt. Ja. Ja. Aber ich weiß nicht, wie war das bei euch letztens? Das würde mich mal noch interessieren. Wir hatten ja das Thema vegan aufgegriffen in der letzten. Wie war da bei euch so die Resonanz? Also bei mir war die Resonanz so einerseits halt, ja, Veganer essen mein Essen das Essen weg. Und die andere Resonanz war eben so, ja, dass man halt so doch schon wahrscheinlich auch Veganer oder Vegetarier da dabei waren, die dann auch nochmal auf die nette oder unnette Art das aus ihrer Sicht geschildert und erklärt haben. Haben wir den also das gebracht? War das gestern am Sonntag? Weiß ich nicht. Nee, auf keinen Fall. Nee, die Woche in der. Ja.
Achso, da kann ich leider nicht mitreden, weil den Part hat's ja, ne? Achso, ja, stimmt, du warst also, ja. Bei mir gab's Resonanz mehr so in die Richtung Leben und Leben lassen. Also war nicht viel, aber ja, ja, okay. Wenn, dann Leben und Leben lassen, ja. Genau, und wie gesagt, das sollte auch kein, sollte auch nicht negativ irgendwie den Leuten, die jetzt so vegan leben möchten, das muss jeder für sich selber entscheiden. Also ganz klar, man, wir haben einfach nur versucht, jetzt mal aus unserer Sicht darüber zu debattieren und das halt vielleicht aus unserer Sicht nachzuvollziehen oder zu verstehen. Ja, das muss man ganz klar sagen, aber es war natürlich kein jetzt irgendwie Kritik oder kein Angriff auf irgendwelche Veganer oder Vegetarier, das muss man mal ganz klar dazu sagen. Ja, das muss schon jeder für sich selber entscheiden, also das ist mal ganz klar. Bloß unsere Meinung oder meine persönliche Meinung und mit Sicherheit von den anderen, wenn die sagen, ja, ohne Fleisch möchte ich auch nicht, muss man natürlich auch genauso akzeptieren, ne? Das ist dann halt eben unsere Meinung. Ochse auf Tod. Genauso wie ein Veganer, also wie ein Veganer oder Vegetarier nicht versteht, wie wir jetzt Fleisch essen können, wie wir jetzt uns ergötzen an einem schönen Steak, verstehen wir halt wiederum nicht, wie man gar kein Fleisch essen kann. Aber man sollte halt so tolerant sein und sollte halt dann wirklich sagen, pass auf, wenn ihr so leben wollt, macht so und wir machen so. Und es sollte für beide die Akzeptanz da sein. Genau. Das nur nochmal so als Abschließen zu dem Thema. Genau, schön, schön gesagt. Ja, nee, wir sind fertig für den Part. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen da lassen. Nicht vergessen, beim Björn und beim Dino vorbeischauen. Falls ihr das noch nicht getan habt, jammt euch. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss. Tschüss, Leute.